5 Jahre nach dem ersten Spatenstich der A44-Verlängerung in Heiligenhaus steht der Teilabschnitt kurz vor der Fertigstellung. Der Fahrstreifen hier ist bereits fertig asphaltiert und eigentlich befahrbar, aber hier fahren heute keine Fahrzeuge. Nein, heute wird die A44 zum Filmschauplatz. Vor mehreren hundert Zuschauern wird heute der Film Eyjafjallajökull, der unaussprechliche Vulkan, gezeigt, unter freiem Himmel. Hoffen wir mal, dass es gleich nicht regnet. Und das ist auch ein ganz besonderes Event, denn im nächsten Jahr soll bereits der Teilabschnitt zwischen Ratingen und Fellbad eröffnet werden. Filmschauplätze ist eine Veranstaltungsreihe Open-Air-Kino, die aber bestimmte Besonderheiten und Auflagen hat. Die Filmstiftung NRW veranstaltet die gesamte Reihe und stellt die Reihe zusammen. Die Partner vor Ort müssen aber ein Rahmenprogramm liefern, passend zum Film. Sie müssen zu essen und zu trinken anbieten. Sie müssen Bestuhlung bereitstellen. Dann gibt es immer einen Kurzfilm vor dem Langfilm, damit man mal wieder in den Genuss überhaupt eines Kurzfilmes kommt. Und wir haben in NRW sensationell tolle Kurzfilme vom Nachwuchs. Und das Ganze ist eintrittfrei für die Zuschauer. Aufzeichnungen der Brautmama, die 28. Folge am 15. April. Was glauben Sie, wie viele Zuschauer sind jetzt hier in Heiligenhaus? Wir haben jetzt mal grob geschätzt 1200, die haben wir locker. Und jetzt schauen Sie sich das Wetter an, das ist ja nicht so einladend. Und trotzdem 1200 Zuschauer, das ist eine Leistung.